Hallo Freunde, ich grüße euch. Heute schauen wir uns mal die Struktur C6D5 an. Und zwar aus weißer Sicht. Wir gucken anhand von zwei Beispielpartien, wie weiß dagegen spielt, wo sind die Schwächen dieser Struktur und wie kann man die ausnutzen. Und genau, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich bin Jürgen, der Schachstratege, und ich möchte dir helfen, zum besseren Schachspieler zu werden. Dazu habe ich bereits über 1000 Videos gemacht und wenn dir diese Videos gefallen, dann lass doch gerne ein Abo da und drück unbedingt die Glocke, denn dann verpasst du kein weiteres Video, wenn ich eins herausbringe. Viel Spaß auf meinem Kanal. Als erstes schauen wir uns dabei die Partie von Rubinstein gegen Salve an, Lodge 1908. Und diese Partie gilt für mich so als Mutter aller Partien gegen die Struktur C6-C5. Deswegen schauen wir uns mal eben die Partie an, wie die dazu kam, ohne jetzt auf die Theorie einzugehen, aber bis zu der Stelle, wo es eben dann soweit ist. Hier war die Tarasch-Verteidigung, die war ja früher recht beliebt. Und dieses mit G3 ist dieses Rubinstein-System, ne? Glaube ich, nach Rubinstein sogar benannt. Genau, Tausch. Heute wird dieses Läufer C5 ist als Durbow-Variante bekannt. Ja? Aber Dame B6 auch ein interessanter Zug. Macht Druck auf den D4. So, und ganz im Allgemeinen ist natürlich hier immer dieses D5 ist ein Isolani. Isolani kann zur Schwäche neigen, besonders im Endspiel, wenn Schwarz wenig Figuren und wenig Dynamik hat, dann behält er diesen Bauern eben als Schwäche über. Dass dieser Bauer jetzt per se nicht unbedingt schwach ist, das ist auch bekannt. Aber gegen den Isolani zu spielen, ist natürlich ein Thema für sich. In der Partie hier war jetzt der D4 angegriffen und Rubinstein vielmehr, mit U, die Betonung auf U, glaube ich, ne? Rubinstein. Okay, er schlägt hier auf C6 und Schwarz schlägt mit den Bauern zurück und schon haben wir unsere Struktur. Zunächst einmal stärkt der C6-Bauer den D5-Bauern. Wir haben also keinen Isolani mehr. Sondern jetzt haben wir nur noch. Wenn Schwarz diesen Bauern nach vorne bekommt, hätten wir diese hängenden Bauern, ja, dass sie nebeneinander stehen. Wenn er den nicht nach vorne kriegt, dann hat er natürlich auf C6 einen rückständigen Bauern. Und gerade das ist immer ein ganz, ganz spannender Fakt. Bei diesen rückständigen Bauern ist immer das Feld vor dem rückständigen Bauern ein ganz, ganz wichtiges. Sprich, wenn wir das kontrollieren aus weißer Sicht, dann ist das Vorziehen eben nicht mehr so einfach. Hier ist es sowieso nicht ganz so einfach, weil der D5 ja auch noch unter Dauerbeschuss steht. Okay, Weiß rochiert erstmal. Läufer E7. Und jetzt geht's los. Wie kriegen wir denn die Kontrolle über das Feld C5 hin als Weißer, sprich das Feld vor dem Isolani? Springer A4 ist definitiv eine Möglichkeit, zumal wir hier noch ein Tempo auf die Dame bekommen. Die Dame zieht weg. Läufer E3. Der nächste Zug, der das Feld C5 kontrolliert. Ja, wir sehen, der B2 ist gedeckt. Der A4 selber auch gedeckt. Jetzt haben wir das Feld C5 schon zweimal unter Kontrolle. Schwarz ist auch noch zweimal drauf. Er könnte aber immer noch nicht D5 spielen, weil eben der D5 dann weg wäre. Und nach der Rochade kommt Turm C1. Und jetzt haben Weiß drei Figuren auf diesem Punkt drauf. Und jetzt wird dieser Bauer hier stehen bleiben. Und naja, jetzt könnte dieser Bauer tatsächlich zur Schwäche werden. Und blockieren ist immer der erste Teil der Strategie. Dann wird das Feld meistens blockiert mit einer Figur, damit er auch mechanisch gar nicht mehr nach vorne kommt. Und dann wird er irgendwann versucht zu erobern oder erobert zu werden. Und so ist es dann hier eben auch in dieser Partie passiert. Nach Läufer G4. F3, das ist ein Zug, der mir persönlich immer schwer fällt, weil man ja diesen Läufer hier abblockt. Andererseits, ja, der Bauer E2 hängt und wenn man mit dem Turm nicht auf E1 passiv hier stehen will, dann ja, muss man sich vielleicht dieses Tempo hier gönnen. Der Bauer selber hat ja auch zumindest den Vorteil, dass hier noch zwei Felder kontrolliert sind, ja, die den Springer einschränken. Aber immerhin, ja, dieser Läufer wirkt hier nicht mehr ganz so stark. Okay, aber
Dieses Manöver macht natürlich auch nichts für das Feld C5. Und jetzt kommt der zweite Teil, nämlich das Blockieren. Und jetzt müssen wir überlegen, ziehen wir den Springer oder den Läufer dahin? Wir sehen, dass der Schwarze noch einen Läufer hat, der auf diesem Feld mitwirkt. Und es ist grundsätzlich gut, wenn wir die Verteidiger oder die Figuren, die das Feld vor dem rückständigen Bauern nochmal kontrollieren. Also in dem Fall hier der Läufer, vielleicht auch mal den Springer. Diese Figuren wollen wir tauschen, ja, weil der Läufer E6 kann eben nichts mehr für C5 machen. Und deswegen spielen wir, oder respektive Rubinstein hier, Läufer C5 und möchte einfach diesen Läufer hier tauschen, damit Schwarz auf Einfluss auf das Feld C5 verliert. Turm F8. Nun, jetzt muss man natürlich nicht sofort tauschen. Rubinstein macht hier aus diesem F2, F3, macht aus dieser Not quasi eine Tugend, indem er sagt, weißt du was, ich möchte die Türme verdoppeln. Der soll nach C2 gehen. Dazu werde ich natürlich irgendwann E2, E3 spielen müssen, keine Frage. Aber dann ist die Turmverdopplung schon im vollen Gange. Okay, nach Springer D7 hängt der Läufer, der muss jetzt getauscht werden. So. Und damit F4. Denn wir brauchen ja wieder die Kontrolle über das Feld C5. Ganz klar, damit Schwarz da nicht vorrücken kann. Und die Dame selber auf D4 ist natürlich auch super zentral, deckt den Springer, deckt B2, kann nicht angegriffen werden. Sehr, sehr schön. Schwarz versucht, die Türme wieder zu aktivieren. Läufer F1. Ja, wenn der Läufer auf dieser Diagonale im Augenblick nichts zu tun hat, vielleicht kriegen wir hier gleich mal ein Tempo, ja, mit E2, E4 oder mit irgendwas auch immer. Turm E nach C8. E2, E3, ein Tempo auf die Dame mitnehmen. Dame B7 und jetzt zack, Springer C5. Wieder. Das Feld wird blockiert, damit der mechanisch gar nicht nach vorne kommen kann. Und dabei die Figur von Schwarz, die das Feld C5 mitkontrollieren kann, abgetauscht. Und nach Turm C5 sehen wir natürlich einen dramatischen Unterschied in der Leichtfigur, die überbleibt. Zunächst einmal hat Schwarz diesen rückständigen Bauern auf C6. Der kann jetzt hier problemlos mit Turm C2 vielleicht sogar nochmal vertrippeln, ja, massiv unter Druck gesetzt werden. Das ist das Erste. Zweitens, dieser Läufer von E6, die Bauern stehen auf den weißen Feldern. Dieser Läufer kann also nur noch, wenn überhaupt, passiv verteidigen, aber nichts mehr jemals angreifen. Das ist auch nicht schön. Während dieser Läufer auf F1, weißer Läufer, der kann, wenn es mal irgendwann optimal läuft, natürlich von hinten vielleicht mal die Bauern überhaupt angreifen. Bis dahin ist noch ein weiter Weg, gar keine Frage, aber grundsätzlich ist deswegen dieser Läufer von Weiß gut und der von Schwarz eben schlecht. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt Turm schlecht C5 gespielt, okay. Wie gehen wir jetzt hier allgemein weiter vor? Wir verdoppeln natürlich, das ist jetzt nicht so das große Geheimnis. Dame B6. Was ist aber schon noch ein wichtiger Schritt? Und zwar, wir wollen ja immer auch manuell oder mechanisch verhindern, dass dieser Bauer irgendwann mal vorrücken kann. Noch blockiert dieser Turm natürlich diesen Bauern, ja, aber falls der Turm mal wegzieht, weil er irgendwie was angreifen will, ja, dann ist es eben wichtig, wenn wir weiter die Kontrolle über das Feld C5 gewinnen oder respektive stärken. Und das geht mit dem Zug wie B2, B4. Ganz wunderbar. Jetzt haben wir natürlich noch zusätzlich den Vorteil, Schwarz spielt A7, A6, dass, eine kleine Variante einschieben, dass Schwarz nicht A7, A5 spielen kann, weil wir eben B4, B5 spielen und wir sehen, der C7 hier ist gefesselt, ja, respektive so, dass dieses Schlagen hier nie funktioniert und jetzt ist am Ende der C6 einfach weg und deswegen geht A7, A5 nicht. Deswegen nach B4, A6. Aber das zeigt natürlich, okay, der Bauer ist auch eine Schwäche, potenziell. Und da kann man sich ja auch drauf stürzen. Ja? Hier mit dem Läufer, mit dem Turm. Und vor allem durch diesen Bauern hier ist eben die Kontrolle über das Feld C5 gestärkt. Ein Damentausch würde uns jetzt hier überhaupt keine Probleme bereiten.
Nach Turm B8 kam jetzt hier in der Partie. Wir gucken mal einen Damentausch, der ja jetzt auch angeboten wurde. Stärkt einfach nur weiter die Kontrolle über das Feld C5. Dass wir jetzt hier einen Isolani haben, ist überhaupt komplett zu vernachlässigen, denn Schwarz hat im Grunde keine Figuren mehr, wo er diese Schwäche angreifen kann. Ja, und wir wissen, eine Schwäche ist nur dann eine Schwäche, wenn sie auch angreifbar ist. So, und jetzt kann ich ja, mich auf diesen C6 und auf diesen A6 stürzen. Ja, und dann habe ich natürlich für die nächsten 30 Züge ein super bequemes Spiel. Deswegen kam hier Turm B8. Aber das Problem ist natürlich, wir decken jetzt erstmal diesen B4. Und nach Turm A7, was diesen A6 hier vermeintlich deckt, kommt es bereits zum ja, entscheidenden Schlag, will ich es mal nennen. Denn eine kleine Taktik wird hier ermöglicht durch Turm schlägt C6. Die Idee ist, wenn der Turm geschlagen wird von der Dame, hängt eben dieser A7 und Weiß hätte einen Bauern gewonnen. Und dann, warte, wir können das mal als Variante ausführen. Und dann würden halt die Bauern A6 und D5 ja immer noch furchtbar schlecht dastehen. Ja? Der Turm auf B8 gewinnt ja Weiß nochmal ein Tempo. Vielleicht sogar mit Dame A6 dann hier nochmal ein Tempo und so weiter und so fort. Eine Gewinnstellung für Weiß, ne? Gar keine Frage. Und die Partie ging jetzt hier noch ein paar Züge weiter. Aber wir haben schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck, wie wir die Struktur C6, D5 aus weißer Sicht erstmal angehen wollen. Und wie gesagt, das war so die Mutter der aller Partien, ja, Rubinstein gegen Salve. Ich habe euch nochmal ein zweites Fragment oder eine zweite Partie mitgebracht, die dann eben entsprechend später gespielt wurde. In unserem zweiten Beispiel gucken wir auf die Partie von Lajos Portisch gegen Samuel Reshevsky, Palma 1970. Auch hier haben wir wieder unsere Struktur mit diesem C6, C5 erreicht und sehr, sehr ähnliche Stellungsbilder wie eben sind entstanden. Schwarz ist an die Verteidigung dieses Bauern C6 gebunden. Seine Figuren sind sehr passiv, während die Weißen, besonders der Turm zum Beispiel, sehr aktiv ist. Wir haben Kontrolle über das Feld C5. Wir können hier auch mal schwenken, was anderes angreifen. Und am Ende des Tages ist unser Läufer besser als der gegnerische und unser Turm ist auch besser als der gegnerische. Noch kein Grund, die Partie zu gewinnen, aber natürlich eine sehr, sehr angenehme und vorteilhafte Stellung hier für Weiß. Wir schauen mal, wie Portisch jetzt, eben haben wir ja gesehen, dass man mit taktischen Tricks vielleicht diesen Bauern erobern kann. Jetzt schauen wir uns mal an, wie Portisch dieses Endspiel gewinnt. Schwarz ist sogar am Zug, nähert sich mit dem König an. Das machen wir auch, alles gut. So, B4, den Zug kennen wir. Ja, auch hier wieder die Kontrolle über das Feld C5 erhöhen. Und manchmal, ja, wer weiß wann, haben wir vielleicht mal die Option mit B4, B5, diesen C-Bauern anzugreifen. Vielleicht mal, wenn der Turm ungedeckt ist oder ja, in welchen Formen auch immer. Diese Option bietet sich dann. So, jetzt erstmal H4. Auch ein ganz, ganz spannender Zug, der die Struktur von Schwarz hier auf diesem Flügel auch noch wieder festlegt. Ja, ganz besonders natürlich G6 und H5, die jetzt hier nicht mehr vorrücken können. Und damit bleiben diese Bauern auf Schwarz stehen. Sprich, dieser Läufer kann wieder diese Bauern nur verteidigen, während die Bauern von Weiß auf den schwarzen Feldern stehen, also nicht angreifbar sind. Schwarz kommt mit dem König nach C7. Weiß gruppiert erstmal seinen Läufer um. Okay. Läufer F5 versucht, diesen Läufer zu aktivieren, ja, und Läufer D3 vielleicht zu verhindern. Der Turm geht einfach zurück. Und hier sehen wir einen der Vorteile von diesem Turm. Nicht nur also der Turm, aber auch diese beiden Bauern. Der Turm ist flexibel, der kann in alle Richtungen gehen, der kann nach A5 gehen, der kann aber auch mal zurückgehen, ja, vielleicht mal hier überraschend auf die E-Linie gehen. Wir haben so viele Möglichkeiten, während Schwarz sich halt um diesen Bauern hier immer erst kümmern musste. Das hat er jetzt mit seinem König gemacht, in der Hoffnung, seinen Turm vielleicht auch mal in irgendeiner Form, wohin auch immer, aktivieren zu können. Es kam Turm E3 und ja, da haben wir immer noch zwei Optionen, ja, zu schwenken. Muss Schwarz immer noch auf beide Züge reagieren.
König B6 deckt den A5. Ich darf hier nochmal darauf hinweisen und besonders schön zu sehen, ein Bauer, der auf der schwarzen Farbe steht, bei unserem eigenen Läufer, ja, dann spielen die so schön zusammen, dass sie dem König alle drei Felder hier wegnehmen und der König kann nicht aktiv werden. Sehr, sehr schön. Wir greifen den A-Bauern potenziell an. Vielleicht drohen wir auch mal hier einen Schach, wie auch immer. Turm E8, okay. Droht erstmal nichts. Der Turm hat eine offene Linie. Ja, wunderbar. Aber wo kann er denn eindringen? Diese Felder sind alle kontrolliert von den weißen Figuren. Die offene Linie selber alleine bringt noch nichts. Und wir spielen erstmal Läufer E2 und sieht natürlich sehr vorsichtig und langsam aus, aber erstens wissen wir, jetzt C5 geht ja nie, weil diese Bauern hier stehen. A5 geht auch nicht mehr, weil der Turm hier drauf steht. Auch das ein Nebeneffekt von Turm A3. Schwarz hat kein Gegenspiel mehr, aber er hat ein großes Problem, nämlich nicht nur, dass diese Bauern hier jetzt nicht mehr ziehen können, er hat noch ein Problem. Ein ganz raffiniertes, und zwar auch diese Struktur, ja, dass diese Bauern hier auf den weißen Feldern schon festgelegt sind. Denn dieser Zug, Läufer E2, hat eine schöne Drohung. Und die sehen wir gleich. Und wenn man diese Drohung sieht, dann können wir nämlich auch das Bauernendspiel oder respektive das Läuferendspiel anbieten. Die Idee ist, den Turm zu tauschen. Und Schwarz hat das in der Partie gemacht. Und jetzt haben wir nämlich die folgende Idee. Der schwarze König kann ja immer noch nichts angreifen, respektive der kann nicht nach vorne. Ja. Er kommt also dem wieder zur Hilfe. Und jetzt ist eben die Idee, die wir hatten, G3, G4. Sehr, sehr spannender Zug. Und hier haben wir ja nicht viel Auswahl mit Schwarz. In der Partie folgte Läufer B1 mit Versuch des Gegenangriffes. Wir schauen uns hier mal eine Variante an. Was passiert denn, wenn er den schlägt? Ist ja auch möglich. Aber dadurch ist hier ein Freibauer oder ein potenzieller Freibauer entstanden. Und das ist natürlich ein Faustpfand. Ja? Zumal der König hier natürlich auch noch super schnell zur Unterstützung dabei sein kann. Und deswegen hat Schwarz in der Partie Läufer B1 gespielt. Okay, greift den an. Wir tauschen hier einmal auf H5. Und jetzt kann Schwarz natürlich nicht hier schlagen. Ja, und dann ist dieser Bauer natürlich sofort durch. Gar kein Problem. Also muss er hier schlagen. Und jetzt sehen wir eben, diese H5 ist jetzt immer noch auf einem weißen Feld, aber jetzt vereinzelt. Ja, den A-Bauern, den decken wir natürlich. Also den könnten wir problemlos, ich zeige es mal eben, den könnten wir problemlos decken. Die stehen jetzt auf schwarzen Feldern. Der Läufer wird nie wieder was angreifen können. Aber wir brauchen den jetzt in diesem konkreten Fall gar nicht zu decken. Wir greifen erstmal den H5 an. Jetzt muss man sich überlegen, oder Schwarz muss sich überlegen, was macht er? Ja? Er kam mit dem König näher, um Richtung Umwandlungsfeld schon mal zu laufen. Wenn er hat noch die Option, jetzt muss ich mal eben in die Variante gehen. Zack. Wenn er diesen Bauern jetzt decken möchte, dann kommt eben der Trick F4, F5. Dieser Läufer wird abgelenkt und wir erhalten definitiv einen Freibauern und damit einen entfernten Freibauern. Und wie groß und wie stark und wie mächtig entfernte Freibauern sind, hatten wir ja auch schon mehrfach. Ne? Also das kennen wir bestimmt. Das geht gar nicht. Und wenn stattdessen jetzt dann hier der Läufer geschlagen werden würde, naja gut, dann ist der Bauer halt auch weg, ja, und das gleiche Prinzip hier. Ne? Während Schwarz sich keinen Freibauern bilden kann, ne? Und das ist immer der große Unterschied. Und deswegen versucht Schwarz hier mit König C6 den König ranzubringen. Wir schlagen diesen Bauern, jetzt hängt der F7 auch noch, der wird gedeckt, aber jetzt hat Schwarz eben keine Zeit gehabt, um den A-Bauern zu gewinnen. Jetzt können wir auch sagen, komm, wir haben alle Zeit der Welt. Jetzt decken wir den erst. Wir haben einen Mehrbauern, nicht nur das, wir haben ja auch noch einen super gefährlichen Freibauern, der die Partie natürlich problemlos entscheidet. Und wie Portisch das technisch hingekriegt hat,
Zumal diese Bauern ja auch noch immer auf den weißen Feldern stehen und immer noch angegriffen werden können. Ne? Wir sehen, wir können erstmal ziehen, versuchen jetzt hier diesen Läufer zu tauschen, was natürlich ein super einfach gewonnenes Bauernendspiel ergeben würde. Wenn der Läufer wegzöge, ja, dann könnte unser Läufer hier irgendwie reinkommen und den Schwarzen austempieren. Und auf F7, F5, dann legt er eben noch einen weiteren Bauern auf diese weißen Felder. Und jetzt müssen wir nur gucken, wie kommen wir denn jetzt, ich meine, der Läufer alleine und kann diese Bauern zwar angreifen, aber dann kann der die tatsächlich noch decken. Was ist noch ganz wichtig in solchen Endspielen? Natürlich, der König. Wie können wir den König hier aktivieren? Vielleicht können wir den hier über A4, A5 irgendwie aktivieren. Ja, aber dann nach Läufer C8 geht es auch schon nicht so richtig weiter. Aber viel, viel einfacher ist es einfach hier H4, H5 zu spielen, um dem König das Feld H4 und im Zweifelsfalle auch das Feld G5 zu geben. Natürlich wird Schwarz das blockieren. Und jetzt ist eben so diese Temposchlacht. Und das ist ein super Beispiel dafür, wie unangenehm es in der Praxis ist, für den Schwarzen diese Stellungen verteidigen zu müssen. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als wenn die Stellung völlig verrammelt wäre und es gibt kein Vorankommen. Problem ist die Thematik Zugzwang. Nun, der Läufer greift den H5 sogar an, aber Weiß sagt, jo, schlag den doch. Dann schlage ich halt auf F5, dann habe ich hier auch wieder einen Freibauern und dann ist mein Läufer aktiv und droht hier hinter zu kommen, ja, und dann kann ich auch den König wieder bewegen und so weiter. Wäre natürlich auch ein problemlos gewonnenes Bauernendspiel oder ein Läuferendspiel mit aktivem weißen Läufer. Also versucht Schwarz diesen Läufer mit seinem Läuferzug diesen Bauern zu verteidigen, damit der Läufer eben nicht aktiv wird. So, Läufer A6. Und wir sehen, dieser Läufer kommt von allen Seiten, ja, an diesen Bauern ran zum Beispiel. Jetzt muss er den wieder decken. Jetzt haben wir noch Zugzwang oder Tempozüge. Und jetzt steht dieser Läufer hier vor der Aufgabe, ich darf diesen Bauern nicht abgeben. Dann müsste er ja auf dieser Diagonale bleiben. Dann würde aber Läufer C8 kommen mit Angriff auf den hier. Dann wäre der weg. Kann er auch nicht. Ja? Und dann kann er am Ende des Tages, den König darf er auch nicht ziehen, dann kommt der weiße König vorwärts. Hilft ihm auch nicht. Und schon sind wir in der Zugzwang, ja, in diesem relativ einfachen Beispiel mal, dass nach Läufer E8, Läufer F5 jetzt eben entsprechend das ist, was wir gerade schon festgestellt haben. Am Ende des Tages kann Schwarz jetzt hier auf F5 nehmen. Er kann aber auch noch gemeiner spielen und Läufer D7 spielen, den C6 gewinnen. Ja, und der Bauer steht auf einem weißen Feld, der fällt sowieso früher oder später. Aber wenn der C6 jetzt weg ist und der ist nicht mehr deckbar, ja, dann haben wir hier sogar noch sofort einen Freibauern. Und können die Partie natürlich problemlos gewinnen. Und hier hat dann Reschewski auch aufgegeben. Ja, Freunde, jetzt wissen wir, wie wir gegen diese Struktur mit diesem C6-D5 spielen. Ja? Nämlich das Feld kontrollieren, blockieren, kontrollieren und dann Endspiel gewinnen. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an. Oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.